Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Und ich lese gerade, dass eine Karte mal wieder gebannt ist aus XY Heroes Fist. Also, wenn ich das. Fliegende Fäuste. Dann muss man das auch machen. Ich mache jetzt mal Dragoran Fliegende Fäuste. Drago. Überhaupt was? Fäuste. Ah, Schalldüse. Dragoran X. Warum wird die denn gebannt? Zulässige Karte. Denk mal, die wird bearbeitet. Schade. Dragoran EX, fliegende Fäuste. Kann man momentan nicht spielen. Das heißt, ich kann momentan ein Deck nicht spielen, ne? Guck mal eben kurz nach. Ja. Süß und Rot kann ich nicht spielen. Egal. Aber heute geht es eigentlich um das sogenannte Schlangendeck. Was hier auch gesagt wurde, mit dem Rayquaza. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, dass ich das in erweiterten Modus spielen werde. Oder? Nee, das ist ja. Ich spiele das im älteren Format mal. Wird wahrscheinlich lange dauern, bis ich dann einer sich anmelde, weil kaum einer Legacy spielt. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück heute oder so. Dass doch einige mal spielen werden, wenn es mir zu lange dauert. Gehen wir doch im älteren Format rüber. Okay. Sehr schön. Barry. Grüßen wir mal Barry. Er möchte anfangen. Ich bekomme schon mal lichtere Hand. Aber ich habe Bleistein, das geht eigentlich noch. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, Super Angel muss ich wohl loswerden. Dioxys und Keldeo. Ob da ist ein Pokémon-Werk. Okay, er hat das Ding im Stack. Das Götterdeck. Ich einfach. Er hat so einen guten Start jetzt. Regenbogenenergie vom Geraldine. Kann er austauschen? Gute Frage. Nächste Frage. Muss glaube ich erstmal das spielen. Auch Keldeo erstmal holen, um Schaden abzufangen. Wir gehen mal da drauf. So, mit Geraldine. Dann Switch. Jetzt schon mal das holen. Das kommt ihm auch zugute. Jetzt auch nicht. Sagen wir, holen uns einen Level Ball.
schon mal ein zweites Zapladin. Gerade überlegen, ob ich warten soll. Ich könnte endspielen. Deswegen warte ich jetzt erstmal nicht. Ich hab's oder so gerade echt schlecht. Schlechte Hand. Ein Akrobat. Geht auf das Kyurem. Zur Esche. Allerlei Energie, okay. Die Arena hat ja. War Pytro Arena. Jetzt ist schon mal das Zapladin weg. Oder beide weg. Ja, dann kann ich eigentlich schon aufgeben. Scheiße, ey. Warum haben die Leute immer so viel Luck mit diesen Decks? Ganz ehrlich. Ja, wenn ich das Schlangendeck benutze, funktioniert das einfach null. Er hat so einen krassen Start hingelegt. Hammer. Echt neidisch. Der erste Gegner war natürlich ein Flop und mein Deck wollte einfach nicht so wie ich wollte. Und mit den Froschbär, ja, da war ich doch überrascht. Vielleicht kann ich jetzt mal gegen ihn gewinnen. Ein Pflanzen, der hat. Ich kann mich jetzt im Legacy-Format nicht daran erinnern, dass da irgendwas Krasses dabei ist. Aber man weiß ja nie. Auch von einem positiv überrascht. Was haben wir denn? Boah. Weil hat mich ja einer fertig gemacht mit einem Olion. Ich hatte das Schlangendeck gehabt. Das ist ja eigentlich nicht schwach, ne? Wenn es einmal läuft. Man muss es erstmal aufbauen. Ich glaube ich nicht. Ah. Ich lege aber trotzdem schon mal die Energie an. Was wir ziehen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gibt mir natürlich noch. Oh ja, okay, schemenfreier Wind, keine drei Chancen machen. Geben deiner Pokémon an Energie angelegt ist, okay. Aber während des Zuges, wenn du Schemen von deiner Hand auf deine Hand und so beliebig viele Energiekarten an deine Pokémon angelegt sind, in über Verteilung an andere verteilen. Interessant. Ich hab erstmal einen Plan. Ich hoffe, der geht auf. Ich hätte mir mal überlegen, kann ich Geraldine erspielen sollen, um Arena auszuspielen. Oder die Stadionkarte. Naja, egal.
kann gerade nichts machen. Okay, dann holen wir uns jetzt schon mal Pokémon. Und noch ein. Holen halt jetzt mit Hyperball. Eldio. So, ein zweites Rekkbase. Dann spielen wir Esche und einen Leichstein. Machen das mal so. Salve. Siegen es zwar noch nicht. Was war jetzt auch kein Gegner zu sein. Gerade. In der Situation. Da war mit dem Götterdeck doch schon eine andere Hausnummer. Aber da hat er wohl den besseren Trade gehabt. So ein bessere Hand gehabt als ich und hat auch super gespielt. Ja, Pokémon Sammler muss ich mir unbedingt holen. Okay, ja, wenden wir das an. Das dauert doch ein bisschen zu lange. Das würde der Arme sich ja noch ärgern. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Der Gegner hatte leider kein Glück. 25 Points. Was hat er denn so drin gehabt? Okay, ja. Nee. Damit hätte er wenig Erfolg haben können. Hat irgendeinen Deckmanager benutzt. Nee. So was geht. Ja. So. Das ist irgendwie, die Anzeige ist voll verbuggt. Aber ich habe jetzt das Discogon. Sehr schön. Und letzte Runde. Aber eine schnelle Folge. Beziehungsweise eine kurze Folge. Gucken, ob wir jetzt einen längeren Kampf haben. Okay. Echt komischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Hallöchen, ja. Anfang. Die ich auch schnellstmöglich entwickeln kann. Okay, Rayquaza ist okay. N. Mal überlegen, ob ich Zufallsempfänger benutzen soll. Ich hoffe mal, da kriege ich was Besseres raus. Vielleicht Esche oder sowas. Gar nicht verkehrt, aber wir holen. Zappladi. So. Mal. Bekomme Esche. Sehr schön. Spiele ich das sofort Esche. Dann habe ich schon mal Energie auf dem Friedhof. 3 Stück, um genau zu sein. Hä? Okay. Wir haben Himmelsbrücke. Schmeiß die erste Mal. Kann eh nicht angreifen. Bin überlegen, Switch und Ausrüstung zu werfen. Probe, okay. Soll ich die Brücke jetzt entfernen? Ich bin gerade abgenommen. BN. Ist okay. Ist okay, wenn er das spielt.
Dankeschön. Dann habe ich schon mal die Himmelsfallbrücke safe sicher. Ich möchte noch. Ich will mir auf jeden Fall noch eine holen. Zwei sind mir deutlich zu wenig. Das ist gar nicht mal so verkehrt, was ich auf der Hand habe. Erstmal bei Quasar unten mit Energie ausstatten. Gleich X-Born Mewtwo. Okay, X-Born Mewtwo wird schon harterer Brocken. Zufallsempfänger, alles klar. Wir machen halt eher das. Spielen das. Ball. Level-Ball. Zappler-Leck. So. So, damit das an Weg geht. Legen es an. Zahlungsempfänger und bekommt Esche. Oh mein. Wie geil ist das denn jetzt? Okay, wir greifen an. Blitzenergie macht jetzt nur 40 Schaden. Das ist in Ordnung. Das tut weh. Schwerball. Onitox? Onitox. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Weil er kann jetzt mehr Fähigkeiten ignorieren. Ich muss opfern. Auch eine Feuerenergie. Auch jetzt eine Feuerenergie. Yes, 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 yes. Sehr schön. Aber das Problem ist, war dumm. Hab schon eine Energie angelegt, ich Depp. War jetzt nicht so schlau. Deswegen schmeiß ich die beiden raus. Hol mir Eldio. Eldo bringt mir nämlich jetzt gerade gar nichts. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal drauf gehen. Und greifen dann mit dem anderen Quasar das Bisofang auf jeden Fall an. Brauche ich auch irgendwie weitere Zapperlex auf meiner Bank. So, machen das. Pokémon-Fänger könnte ich auch noch gebrauchen. Überlegen, ob ich das Bisofang nicht ignoriere. Ich habe noch einen Pokémon-Fänger, ne?
Ich hab noch einen. Ja. Okay, Super Angel. Ich bin gerade überlegen, was ich rufe. Energie. Feuerenergie. Elektroenergie. Die greifen ab. Kommen Akomas. So, Mewtwo wird erstmal kommen. Das reicht noch nicht aus. Ich brauche 2 Runden. Der Leichtstand ist weg. Und 4 Karten. Muss ich mal rechnen. Er hat 100 und ich mache 120. Es muss funktionieren. Explore B. So, Pokémon-Finger muss jetzt funktionieren. Jawohl. Gut, dann nutzen wir das und sagen tatsächlich Super Angel. Und ziehen Karten. 4 Stück. Bekommen Keldeo. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich haben möchte. So, wir sehen jetzt erstmal das Deponitox. Bevor das irgendwie die Ausrüstung bekommt. Hyperball. Wir machen folgendes. Überhaupt noch ein Levelball? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich glaube, ich habe nur 2. Deswegen werde ich jetzt beide opfern müssen. Geht gerade nicht. Ich brauche noch ein zweites Zappler. So, vor das Sack rum und mache erstmal nichts. Okay, Demeteros. Bin ich gespannt. Er macht. Er one-hittet, glaube ich, das, ne? Ja. Er zieht zurück. Sowas hast du also vor.
Oh Mann, mit Demeteros hat er mich jetzt wirklich gut in der Hand, ne? Hammerkopf. Geht. Er geht weiterhin auf das, okay. Keldeo. Oh, nur da hat auch zwei Rückzugskosten. Oh, das ist jetzt kacke. Kann nämlich nichts machen. Ich muss das erstmal benutzen. 50 Schaden. Vielleicht helfen die mir, ehrlich gesagt. Ich rüste ihn schon mal mit Energie aus. 50 Schaden. Okay, weil das nächste Reichphase wird definitiv. Oh ne, er hat schon gewonnen, ne? Ja, dieses X-Ball-Mioto. Dieses X-Ball-Mioto vernichtet mich. Ah, schade. Also, wirklich super gut gespielt, Alter. Da hat er ja mehr wirklich mehr Luck. Ich besieg zwar das Demeteros und ich kann nicht heilen. Das ist mein großes Problem. Und der One-Hitter definitiv mit X-Ball mich. Es wird. Es wäre interessant, ob es so sein wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall macht er das. Er One-Hittet mich. Ich kann dazu nichts. Ich kann nichts mehr machen. Ja, gut gespielt. Also wirklich gut gespielt. Damit habe ich auch wieder mit dem Schlangendeck verloren. Und das gegen ein verdammtes Mega Mewtwo. Ja, komm! Dieses Mega. Dieses Mewtwo X-Ball, das ist so ein Monster. Ich habe zweimal verloren mit dem Schlangendeck, also ehrlich gesagt spiele ich es falsch. Oder ich habe einfach nur mega Pech, was das angeht. Er hat nur durch die Meteoros gewonnen, ne? So ein Lacker, ey. Ich habe mir selbst in die. Ich habe mich selbst mit Bein gestellt mit. Mit den einen Pokémon. Also, ich bin kein Fan vom Schlangendeck, weil das einfach für mich nicht wirklich funktioniert. Ich bin sehr enttäuscht. Alle anderen, wenn ich das so sehe, voll overpowered, aber meins ist so Pustekuchen. Naja. Vielleicht hätte man noch ein anderes Deck, was vielleicht effektiver sein wird. Kann das gerne mir gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!